Hello Peoples, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video von mir. Und zwar wird das ja jetzt das Frage- und Antworten-Video Nummer 3 sein. Ich hatte euch ja in meinem letzten Video, dem Frage- und Antworten, dem Vorstellungsvideo meiner Favoriten für den Monat Januar gebeten, mir ein paar Fragen zu stellen für das neue Fragen- und Antworten-Video. Und das wird dieses jetzt sein. Ich möchte euch vorab einfach nur einen kleinen Einblick geben, wie ich so ein Video von mir drehe. Und dazu schwenke ich jetzt einfach mal um. Schwupps. Okay. Und zeige euch das mal. Es ist so ein kleiner Einblick schon in mein Wohnzimmer, denn die Roomtour, die kommt definitiv. Was ihr hier gerade seht, ist die Bar, wo ich immer die Trash-Tags für euch drehe. Damit ihr das mal seht, so ein bisschen von einer anderen Perspektive. Und da habe ich Softbox Nummer 1, da ist Softbox Nummer 2. Hier ist meine Couch, wo ich gleich sitzen werde und für euch die Fragen beantworte. Mein Stativ, das ist von Hama, was zu trinken. Und ich tue normalerweise, bevor ich ein Video drehe, immer ein bisschen vorlabern, sag ich mal, und üben und höre dazu immer schön laut Musik. Und zwar ist das jetzt gerade ein richtig geiler Elektro- und House-Remix aus dem Jahr 2013. Da groove ich mich immer so ein bisschen ein und tanze ja dann, beziehungsweise spack so ein bisschen ab, besonders vor den Trash-Tags. Und ja, genau, ich komme jetzt mal wieder zu euch. Wollte ich das jetzt einfach mal kurz zeigen, wie das ausschaut, und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Bis gleich. So, Peoples, da bin ich wieder und werde jetzt gleich loslegen, damit das Video nicht so lang wird, und ein paar Fragen mir rauspickern und euch jetzt live und unvorbereitet beantworten. Fang jetzt einfach mal an. Sterni46 hat geschrieben, wo gehst du am liebsten einkaufen, Kleidung betreffend? Wenn ich einkaufen gehe und nicht online bestelle, ist das super gerne. Jack & Jones zum Beispiel gehe ich gerne rein. Dann in Bershka bzw. Breschka, ich kann das nicht so richtig aussprechen, das war das erste Mal in Straßburg in dem Laden und finde ich richtig geil. Werde ich vielleicht auch mal ein Haul dazu machen, wenn ich dort wieder bestelle. Da gehe ich sehr gerne einkaufen. Dann Zara gehe ich sehr gerne, H&M natürlich auch, wenn was Gutes dabei ist. Wobei ich finde aktuell die Kollektion, was das früher angeht, naja. Und ansonsten, wo gehe ich sonst gerne noch einkaufen? Hollister auf jeden Fall. Also ich bin so ein kleiner Hollister-People, wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt. Genau, das sind so meine Favorites eigentlich von den Klamottenläden, wo ich gerne einkaufen gehe. Dann nächste Frage. Eileen hat geschrieben, welches ist dein Lieblingsland? Boah, das ist schwierig, mein Lieblingsland. Also ich möchte, das ist ein Megatraum von mir, hammer gerne mal nach Kanada. Ich finde, Kanada ist ein wunderhübsches und wunderschönes Land, faszinierende Natur und Landschaften, und da würde ich super gerne mal hin. Und natürlich aber auch Amerika, USA, New York, San Francisco, Miami, Florida, das sind alles so in Amerika die Staaten, wo ich super gerne mal hin würde. Ist natürlich alles auch eine Frage des Geldes und der Zeit, aber diesen Traum werde ich mir hoffentlich irgendwann mal erfüllen können, sage ich mal. Marsianer13 hat geschrieben, was arbeitest du denn noch außer diese super Videos? Wie ich euch schon mal in einem vorherigen Frage- und Antworten-Video mitgeteilt habe, ich bin in der Finanzbranche tätig, also bei der Bank derzeit, und das ist eigentlich mein Hauptjob, und die YouTube-Videos für euch ist mein Hobby. Genau, somit habe ich die Frage, glaube ich, schon beantwortet. I like my mustache hat geschrieben, hast du Geschwister? Was machst du, wenn es dir langweilig ist? Ja, ich habe Geschwister, einen Bruder, eine Schwester, aber deutschlandweit verstreut. Die eine wohnt im Norden, oder das eine Geschwisterteil, meine Schwester wohnt im Norden, mein Bruder, der wohnt in München im Süden. Und was machst du, wenn dir langweilig ist? Pff, mir ist nicht wirklich langweilig oder nicht wirklich oft langweilig. Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber keine Ahnung. Also, ich drehe eigentlich, wenn ich gerade Zeit und Lust habe, Videos, und ansonsten freue ich mich auch einfach mal nach dem Arbeiten zu chillen und zu relaxen. Genau. Dann hat EddieHus96 geschrieben, du bist auch mal sehr aktiv auf Twitter, Gruß an dich. Treibst du Sport, wenn ja, welchen? Also derzeit treibe ich leider gar keinen Sport, aber ich habe mal Sport getrieben, und zwar, wo ich
im Schwimmbad geschafft habe. Natürlich war ich logischerweise immer schwimmerisch sehr aktiv, habe jetzt keinen Leistungsschwimmen im Verein bei der DLAG oder sonst irgendwo gemacht, sondern musste mich natürlich prüfungsmäßig auch darauf vorbereiten. Von dem habe ich da schon auch ein bisschen Leistungsschwimmen gemacht, aber nur für mich, also nicht im Verein. Und im Fitnessstudio war ich auch mal, so ein bisschen, um mich fit zu halten. Ab und zu jogge ich eine Runde, aber momentan muss ich sagen, mache ich eigentlich gar nicht viel, was Sport angeht. Aber da kommt auch in nächster Zeit ein Video dazu, was zeitgleich auch eine Challenge sein wird. Seid gespannt, freut euch drauf, also ich möchte auf jeden Fall was ändern. Wie alt bist du und wo wohnst du? Ich bin 22, werde jetzt am 28. 23. Wey! Und ja, genau, werde dann 23. Und wo wohnst du? Habe ich auch schon mal beantwortet. Also im Südwesten von Baden-Württemberg. Timbo 1608 hat geschrieben, wann machst du ein Chat auf PlogTV? Das hatte ich vor 2 Wochen, glaube ich. War das erste Mal und ich war so mega nervös und aufgeregt. Wird wieder kommen, jetzt allerdings nicht so wirklich regelmäßig. Also wenn es zeitlich passt, habe ich mir vorgenommen, vielleicht sonntags. Genau, werde ich vielleicht immer sonntags dann machen. Kommst du auf das YouTuber-Treffen auf der Gamescom? War ich noch nie und ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht. Ich habe es bis jetzt noch nicht vor. Muss mich mal erkundigen, aber ich glaube fast eher nicht. Was für Formate wirst du noch auf YouTube anfangen? Du, ich mache mir da überhaupt keinen Stress. Ich drehe ein Video, wenn ich Bock drauf habe und werde mal schauen. Also der Kanal heißt ja Fashion, Trends und Lifestyle. In erster Linie Lifestyle, also ich rede einfach auch nicht drauf los und berichte so ein bisschen aus meinem Leben und Trends und Fashion kommen natürlich auch. Jetzt vielleicht auch ein bisschen vermehrt, das habe ich ein bisschen vernachlässigt und das sind so die 3 Basic Topics, würde ich sagen, um die es geht. Und zum Schluss Cola vs. Pepsi, eindeutig Cola. Also wenn, dann original Cola. Ich finde, da schmeckt man auch den Unterschied. Ich bin absolut für Cola. Bella Vita ist es doch im Hintergrund, oder? Hat Soso 0176 geschrieben. Ja, das war richtig bei dem Video. Deine Playlist und deine Lieblingssongs wären cool, wenn du die mal zeigen könntest. Auf jeden Fall, ich werde das mal machen, euch eine Playlist erstellen bzw. sagen, was so meine Favorite Tracks sind. Was hast du für einen Schulabschluss? Hat Sis55 geschrieben. Ich habe einen Realschulabschluss, also ganz normal bis zur 10. Klasse. Hörst du Dubstep oder Hip-Hop? Nicht so wirklich. Also Hip-Hop ab und zu mal, so ein ganz kleines bisschen, aber ist nicht mein Favorite. R&B ab und zu ganz gerne. 19jakob96 hat geschrieben, wann hattest du deine erste Beziehung? Meine erste Beziehung hatte ich mit, wie alt war ich? Mit 16. Mit 16 hatte ich meine erste Beziehung, genau. Wie viele Freundinnen hattest du schon? Diese Frage lasse ich jetzt einfach mal unbeantwortet. Wie stehst du zu Lesben und Schwulen? Bist du vielleicht sogar mit manchen befreundet? Wie ich zu Lesben und Schwulen stehe, ich bin hammermega offen. Ich habe überhaupt gar kein Problem damit, wenn jemand schwul oder lesbisch ist. Das gehört heutzutage, finde ich, einfach schon in die Gesellschaft und es hat sich etabliert und finde ich auch ganz wichtig so. Toleranz ist bei mir echt ganz groß geschrieben. Und ich habe auch von jeder Sorte was in meinem Freundeskreis. Von dem her macht es das ganz einfach eigentlich, die Frage. Zumindest die Frage zu beantworten. Dann hat Was geht ab 3020 geschrieben. Machst du mal ein Video zu deinen Lieblingsliedern und Lieblings-Apps? Mache ich auf jeden Fall. Job habe ich beantwortet. Spielst du ein Instrument? Nein, leider nicht. Ich habe früher mal 2 Jahre Klavierunterricht gehabt. Einen Flohwalzer kann ich noch trällern auf dem Klavier. Das war's aber auch. Magst du Fußball? Nein. Bist du oft auf Facebook? Ja. Bleibst du wie du bist der Beste. Okay, ich werde so bleiben, wie ich bin. Dankeschön für deine Fragen. Mr. Leister 95 hat geschrieben, kennst du auch süße Männerdüfte bzw. Deo? Auf jeden Fall das Jean-Paul Gaultier de ist ein relativ süßes Parfüm und nutze ich auch selber. Und vom Deo her das Axe Millennium Edition oder wie das heißt, ja, Axe 2012, was ich euch im Favoritenvideo vorgestellt habe, ist auch ein ganz leckerer Duft. Dilos, die Lara hat geschrieben, welche Körpergröße hast du? Ich bin 1,89 groß. Meine Lieblingsfarbe hat geschrieben, auch nochmal, die Lara ist blau, weiß, wobei ich weiß, dass weiß keine Farbe ist
Und grün finde ich auch extrem geil. Hast du Tattoos? Nein, habe ich nicht, aber ich würde mir gerne mal eins machen lassen. Ich weiß noch nicht wo und wie und was, aber Tattoo würde ich gerne haben. Mal schauen. So, das sollen jetzt erst einmal ein paar Fragen gewesen sein. Es waren noch einige mehr, aber ich werde definitiv ja nicht, es wird jetzt definitiv nicht das letzte Ask Freddy bzw. Fragen und Antworten Video gewesen sein. Ich bedanke mich ganz fest für eure Fragen. Es hat Spaß gemacht, die zu beantworten. Ich hoffe, der ein oder andere gibt sich zufrieden mit dem, was ich gesagt habe. Und ja, ich sage jetzt vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Just want to preserve